Und interessant ist, dass erfolgreiche Menschen, so wie du, immer sehr viele Parallelen mitbringen, nämlich dass sie sehr neugierig sind und dass dieses Thema Komfortzone sehr stark in den Fokus gerückt wird. Und zwar mit dem konkreten Ziel, diese immer und immer wieder zu verlassen, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da geht es gar nicht um die konkrete Sache, die man in dem Moment tut, sondern es geht viel mehr darum, diese Philosophie von wegen Go outside the box oder Leave your comfort zone, dass es einfach mental gefestigt wird, dass man diesen Indikator Komfortzone schon immer wieder nutzt, um zu sagen, okay, jetzt muss ich den Schritt extra gehen. Denn es sind ja sehr viele Habits, also sehr viele zugrunde liegende Gewohnheiten, wie man eine Sache angeht und weniger, was die Sache konkret ist. Und ich glaube, du Genau. bist sehr repräsentativ dafür zu sagen, du bist in allen Lebensbereichen sehr erfolgreich. Das ist jetzt anerkennend gemeint und gleichzeitig eigentlich sehr wissenschaftlich zu sagen, ja, du bist sehr erfolgreich, weil du immer wieder die gleichen Prinzipien zur Anwendung bringst und den Dingen immer wieder mit dem gleichen Ehrgeiz und mit dem gleichen Gedankengut entgegentrittst. Ja, das stimmt auf jeden Fall in gewissermaßen.